Tag 2. Der Bachelor hat heute zwei Damen ausgewählt, die er bei einem romantischen Abendessen näher kennenlernen möchte. Die 20-jährige Französischlehrerin Denise und die 21-jährige Langhaarfriseusin Mandy. Der Bachelor hat sich für das Dinner das führende Edelrestaurant der Region ausgesucht mit dem klangvollen Namen The Bridge. So, grüß Gott miteinander. Ja, grüß Gott. Ja, wir hatten gern das große schwäbische Romantik-Dinner für 3 Personen. Jawohl, kein Problem. Kriege dir es aber. Dankeschön. So, da kommen wir. Zuerst die Getränke. Bitte. Ja, danke schön. Dankeschön. Zum Wohl miteinander. Stößchen. Stößchen. So, okay, euer Menü. Dankeschön. Dankeschön. Entschuldigung, ist das auch vegan und kalorienarm? Ja, selbstverständlich. Gut, dankeschön. Gut, aber nicht miteinander. Mahlzeit! Das war glaube ich gut. Können wir öfters machen. Oh, das war gut. Oh, ja, das hat passt. Ey, mal was trinken. Das ist schon mal eine rechte Schnecke. Nach den aufregenden Erlebnissen im Hochseilgarten steht heute Relaxen auf dem Programm. Der Bachelor möchte die 18-jährige Fleischerei-Fachverkäufer-Anwärterin Bertha und die Französischlehrerin Denise, die offenbar recht hoch im Kurs des Bachelors steht, nochmals näher beschauen und lädt in das örtliche Superior Premium Relax Wellness Spa Bad ein. Und Abschluss des romantischen Tages in der Wellness-Oase präsentiert der Bachelor seinen Ladies nun noch den imposanten Blick auf die neue Skylines der Metropole Laupheim.